Die School of Applied Artificial Intelligence, kurz SAAI, versteht sich als Enabler, also als Möglichmacher von künstlicher Intelligenz auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind auch in modernen Produktionsumgebungen nicht mehr wegzudenken. Deshalb freue ich mich ungemein, zusammen in der SAAI mit einem interdisziplinären Team unseren Studierenden dieses Wissen weiterzugeben. Neben einem dedizierten Bachelor und Master in angewandte künstliche Intelligenz können Studierende aller Fachrichtungen für sie zugeschnittene KI-Profile wählen, um in ihrem Fachgebiet die KI anwenden zu können. Hinter der SAAI stecken viele engagierte Köpfe, die ihr Wissen über diese Zukunftstechnologie Studierenden, MitarbeiterInnen von KMU sowie interessierten BürgerInnen vermitteln möchten. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir wollen mit der KI-School an der Hochschule Heilbronn einen Transformationsprozess anstoßen hin zu künstlicher Intelligenz in verschiedenen Anwendungen, wie zum Beispiel der industriellen Produktion, dem Automotive-Bereich, aber auch anderen Bereichen. Ich freue mich darauf, das Thema Geschäftsprozessoptimierung und Automatisierung im Rahmen der KI-School weiterzuentwickeln. Meine Forschungsbereiche sind das Natural Language Processing und kognitive Assistenzsysteme, insbesondere für das Wissensmanagement. An der SAAI haben wir aber nicht nur die Lehre für unsere eigenen Studierenden im Fokus. Wir wollen uns insbesondere auch mit den Schulen aus der Region vernetzen, weil es uns wichtig ist, junge Menschen für das Thema KI zu begeistern. Eigentlich versuchen wir allen Menschen, die künstliche Intelligenz näher zu bringen. Und zwar technologisch, aber auch in ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft und auch im konkreten Doing in der produzierenden Wirtschaft. Und die SAAI ist angetreten, hier eben nicht nur die Forschung zu betreiben, sondern auch den Transfer zurück zu den Menschen. Das ist die Aufgabe der SAAI. Wir starten mit der SAAI ja nicht auf der grünen Wiese, sondern setzen auf einigen Projekten auf, die an der Hochschule bereits gelaufen sind und die über ein großes Netzwerk auch schon in der Region verfügen. Und daran knüpfen wir an.